meine Idee war, ich habe eine von gefühlt 20 Ikea-Tüten aus meinem Keller geholt. Ich habe nämlich in meinem Keller ganz viele leere Pints und habe die einfach rausgekippt und um mich herum jetzt hier platziert. Meine Idee ist, dass ich sowas jetzt vielleicht öfter mache. Und zwar, dass ich einfach random, das ist wirklich sehr zusammengemischt, da sind deutsche, holländische, amerikanische Pints dabei. Vegan, nicht vegan, normal, keine vegan, nicht vegan, Proteineis, alles mögliche ist da drin. Dass ich dann einfach eins daraus greife, nicht eins, sondern in dem Fall dachte ich jetzt 10, erzähle ich euch einfach irgendwas darüber, was mir halt gerade so random einfällt. Ich lasse nochmal die ganzen schönen Eissachen, die ich schon probiert habe, Revue passieren und vielleicht ist ja doch die eine oder andere Inspiration für euch dabei, weil ich habe zwar zu jedem Eis, was hier liegt, auch ein Video gemacht, teilweise aber manche tatsächlich noch gar nicht geschnitten, bis heute nicht, weil es echt ein Zeitfaktor ist. Und teilweise weiß ich, dass viele von euch die Videos nicht kennen, weil sie vielleicht noch nicht so lange dabei sind und die einfach schon so lange her sind. Oder ihr habt sie schon gesehen und habt es auch wieder vergessen. Deswegen dachte ich, mache ich das jetzt. Und ich greife jetzt einfach irgendwo hin. Sweet Berry Choc Chip von Breyers. Hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Das habe ich aus Holland mitgebracht. Und nee, also der Geschmack, ich will dazu gar nicht so viel sagen, weil die Schokochips waren mir zu hart, zu fest. Die haben überhaupt nicht zum Eis gepasst. Die haben einfach gestört, zu klein. Und die Basis selbst hat mir total, die sind echt abgegangen, die hat total künstlich geschmeckt und einfach nicht gut. Also ungut künstlich. Manchmal können künstliche auch lecker sein, aber in dem Fall war das leider nicht so. Deswegen, ja. So viele Deutsche gerade. Sea Salt Karamell von Hello Top. Ah, auch wieder. Ich glaube, das Hello Top, was ich nach Cookie Dough, also Cookie Dough von Hello Top in Deutschland, finde ich am schlimmsten. Danach kommt das hier. Übrigens in den USA fand ich es auch schlecht. Weil immer alle sagen, ja, vielleicht liegt es ja im Transport. Mm-mm. Cookie Dough war auch in den USA schlecht. Aber das ist das, was ich am zweitbesten finde hier in Deutschland. Also so am zweitschlechtesten. Entschuldigt, meine Nachbarn kommen und das ist immer schlechte Isolierung hier. Habe ich gar nicht so viel zu sagen, finde ich nicht so geil. Vielleicht werden es jetzt mal mehr als 10. Wow. Das hier ist, glaube ich, in der Kokosnuss-Variante, das ist die Erdnuss-Variante, aber davon gibt es auch eine Kokos-Variante, das Häagen-Dazs-Eis, was ich am allerbesten in meinem Leben bisher fand. Und ich habe damals das erste Mal bei Superfood Town in Brooklyn Williamsburg, um die Ecke vom Apple Store dort, gekauft und bin irgendwie an dem Tag dreimal dort vorbeigelaufen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich es holen will oder nicht. Und ich habe da ein bisschen weiter noch, ich glaube C-Train war das gewohnt, Myrtle Wyckoff Avenue oder so. Und da bin ich dann abends keine Ahnung, kurz bevor der Laden geschlossen hat, doch nochmal hingefahren. Nachdem ich sowieso schon den ganzen Tag da war und habe es dann doch noch geholt und habe mich überwunden, es zu probieren. Das war eben die Koks-Variante davon. Und die hat mich so überzeugt, weil man hat halt diese Layer da drin und es ist vegan. Und das vegane Eis von Häagen-Dazs, ich weiß nicht, wie sie es machen, weil es auf Wasserbasis ist, aber es ist unglaublich. Schmeckt richtig gut. Und diese Layer, zwei verschiedene Sorten, Schoko und Erdnuss, dann dazwischen so Schokoschichten und dann da drin nochmal extra schokolierte Erdnüsse. Also das war einfach nur so verdammt gut, dass, keine Ahnung, kann ich euch nur empfehlen. Und es gibt die Layers auch nicht vegan, aber da sind keine extra Stückchen nochmal drin. Und das erste, was ich hatte, war Kokos und dann war das so gut, dass ich das auch noch probiert habe. Aber ich kann euch alle Veganen von Häagen-Dazs empfehlen, die sind richtig, richtig gut. Ja, das war also Pint Nummer 3. Die ist direkt hinter mir irgendwas. Oh ja, das fühle ich, was das ist. Confetti Celebration von Ample Hills habe ich jetzt im Januar endlich probiert. Es gibt ja drei von diesen Mickey Mouse Pints und das habe ich tatsächlich nicht bei Ample Hills selbst im Laden gekauft, weil sie das da nicht mehr hatten, sondern ich habe es bei Whole Foods in Manhattan, irgendwo im südlichen Teil Manhattans gekauft. $10, ist richtig teuer. Oder $13 sogar, diese Sorte? Ne, ich glaube 10. Jenny's ist auch ungefähr so teuer, wenn ihr euch in den USA so ein bisschen auskennt. Es ist richtig, richtig süß, dieses Eis, aber verdammt gut. Und es gibt noch so ein, ich glaube, von Serendipity, das ist so eine Marke, die es nur bei 7-Eleven gibt, da soll es auch so ein richtig gutes Birthday-Cake-Eis geben.
Und das probiere ich vielleicht nochmal, weil das hier hat mich echt überrascht. Das war eine süße Sahne-Eiscreme mit Konfetti-Kuchenstückchen, Buttercreme-Frosting-Swirl und dann noch so gelben Mickey-Maus-Schokoladenstückchen, die mit so einer Zitronencreme gefüllt waren. Also das war einfach so gut und ich liebe halt auch Zitrone im Eis total. Vor allem, wenn es so in der Birthday-Cake-Richtung ist. Ich mache es oft selbst, so ein Eis, deswegen... Und designmäßig ist es halt einfach richtig, richtig cool. Also schaut euch das Video mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich liebe dieses Eis. So, Nummer 4 war das. Was ist das? Oh, wieder ein Halo-Top. Mensch, ist das halt viel Halo-Top. Vielleicht habe ich einfach die Kiste mit... Entschuldigt. So, mit viel Halo-Top erwischt. Halo-Top S'mores. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das erste Eis, das ich so angucke und mich überhaupt nicht dran erinnern kann, wie das war. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Fail. Kann nicht so gut gewesen sein, wenn ich mich nicht dran erinnere. Tut mir leid. Ich kann euch nicht sagen, es hatte Graham Crunch drin. Ich glaube, das Video habe ich noch nicht mal geschnitten, deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch nicht dran erinnern. Es hatte Graham Crunch und Chocolate Chips. Vielleicht war es doch ganz gut. Keine Ahnung, es tut mir leid. Oh Gott. Krass, das ist mir echt noch nie passiert, glaube ich. Ach so, ich wollte ja nicht gucken. Dann nehme ich jetzt irgendwas von hier. Ja, was Veganes. Und zwar aus Holland tatsächlich. Alpro Almond Salted Caramel. Und da war ich, das habe ich geholt, weil ganz viele von euch gesagt haben, ja, probier es mal. Und ich dann so, okay, jetzt probiere ich es doch mal. Und dann habe ich es geholt, habe es 7 Stunden transportiert und es war danach trotzdem noch richtig perfekt. Es war so lecker. Also wenn es das hier gäbe, wäre das bestimmt einmal die Woche in meinem Einkaufswagen. Vielleicht einmal in 2 Wochen, weil ich vieles Eis gerne doppelt esse. Aber das ist auf jeden Fall richtig gut. Kann ich euch empfehlen. Schaut euch das Video mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uch. Oh Mann, ich muss, so ein bisschen muss man... hab ich jetzt... Das fühlt sich nach einem US-Pint an, weil es beschichteter Plastik... Es fühlt sich mehr nach Plastik an als bei uns. Leute, ich liebe es. Der Halfback Froyo ist, glaube ich, eins meiner liebsten Eis in den USA, wenn ich dort bin. Weil das ganze Pint einfach mal nur 720 Kalorien hat. Und es... genauso viel drin ist wie in einem normalen Halfbaked. Das ist dadurch, dass einfach hier weniger Fett drin ist, weniger Sahne. Die Basis selbst schmeckt schon interessant und ein bisschen anders, aber die Stückchen sind exakt die gleichen, es sind genauso viele drin. Und wenn man das 2-3 Mal isst, dann hat man sich auch an die Basis gewöhnt. Mittlerweile feiere ich diesen Eigengeschmack, dieser leicht joghurtigen Basis halt auch total, weil es ist schon joghurtig und ja, das ist es. Ich liebe es wirklich. Und das ist auch von den Froyos meine liebste Sorte. Fishfood gibt es auch noch als Froyo, Chocolate Fudge Brownie und Cherry Garcia. Und ich verstehe immer noch nicht, warum sie bei uns Moforia rausgebracht haben. Das hätte mich zum jeden Tag 2-mal Ben & Jerry's Esser gemacht, glaube ich. Oh Mann. Ja, also kauft es euch, wenn ihr in den USA seid. Das Hand... Oh, ja. Handpacked, aber Handpacked One Sweet World aus den USA. Und da war ich erstmal super froh, dass ich das nochmal gefunden habe, weil da hatten sie es schon rausgenommen letztes Jahr. Allerdings hatten sie es nicht mal mehr in der Eisdiele, sondern nur noch im Keller. Und da haben sie mir das hochgeholt und abgefüllt in 3 Pints sogar. Und da habe ich es probiert und es schmeckt voll anders als bei uns. Es ist das gleiche Konzept, heißt auch genauso, aber die Kaffeebasis ist lange nicht so süß und mild wie bei uns. Die war dort viel stärker, hat so ein bisschen mehr nach Aufgießkaffee geschmeckt. War sehr interessant. Also, habt ihr das auch mal in den USA probiert oder in einem anderen Land, also was nicht Europa ist, dann schreibt es mal drunter und ob ihr da auch so einen ähnlichen Eindruck von hattet. Keine Ahnung. 7. Jetzt haben wir noch... Ist hier irgendwas runtergefallen? Oh, es tut mir so leid. Ich darf nicht gucken. Boah, ich habe heute nur richtig geile Pints heute. Karamell, Maple, Bourbon, Pecan. Ich weiß nicht, ob es jetzt fokussiert hat und wahrscheinlich auch anders falsch rum. So,
ich kann euch sagen, dieses Eis ist der absolute Hammer. Total spontan entdeckt. Ich war bei Target und man sieht ja gar nicht mal so wirklich, dass das irgendein Low-Calorie-Eis ist. Es hat nämlich nur 380 Kalorien pro Pint. Ist es aber. Es hat 380 Kalorien pro Pint. Und ist quasi von Target, die Eigenmarke Archer Farms. Ja, die Low-Calorie-Eiscreme von denen. Die haben auch eine vegane Range jetzt rausgebracht, auch von dieser Eigenmarke. Die will ich jetzt, habe ich noch keins von probiert, die werde ich definitiv jetzt probieren, wenn ich da bin. Und da habe ich aber dann fast alle von probiert. Ich glaube, nur noch zwei fehlen mir. Und ich habe die aber alle nicht geschnitten, weil ich die mit meinem Handy gedreht habe. Und ich weiß, wie ihr den Ton von meinem Handy hasst und ich hasse ihn auch. Deswegen habe ich das immer noch nicht hochgeladen. Aber das ist das beste Low-Calorie-Eis, was ich in meinem Leben bisher hatte. Und deswegen muss ich es eigentlich echt nochmal reviewen. Es hat auch 20 Gramm Protein pro Pint immer. Und bisher hat mich keins davon enttäuscht. Zwei davon habe ich am meisten gemocht, aber die sind der absolute Hammer. Also wirklich, Hut ab. Ich habe keinen Hut an, aber Hut ab, wirklich. Oh nö, nicht schon wieder Hello Top, oder? Na gut. Hello Top Cinnamon Roll hatte ich gestern tatsächlich. Ist von Hello Top eine der Sorten, die ich noch am meisten mag. Vor allem in vegan in den USA mag ich es gerne. Normalerweise mag ich die vegan von Hello Top nicht so gerne in den USA, weil die alle ungefähr gleich schmecken. Nur alle, die irgendwas mit Zimt zu tun haben, sind gut, weil dieses Erbsenprotein da einfach gut zu passt. Aber ansonsten schmecken die einfach fast alle gleich durch diese Erbsenproteinbasis. Und zu manchen Sorten passt das einfach nicht. Aber das ist nicht vegan, das hier ist normal. Ich finde das Design am schönsten und man hat hier immer noch so ein bisschen Stückchen. Es schmeckt nicht so komisch künstlich wie das Vanille. Und was noch? Ja, die Konsistenz ist halt total Banane, leider immer noch. Naja, zwei haben wir noch. Ich gehe mal so, ich kann mal auf die andere Seite gehen. Ich hoffe, es ist nicht wieder Hello Top, sonst haue ich es weg. Okay, nee, es ist Lady Cinnamon von Prodelight. Und ich muss dazu sagen, die sind so krass, die haben fast 50 Gramm Protein pro Becher. Das ist richtig, richtig viel. Gibt es bei Kaufland, kann ich euch echt nur empfehlen. Habe ich erst vor kurzem getestet, deswegen sage ich jetzt gar nicht so viel dazu, aber wenn ihr Zimt mögt und Karamell, dann ist das was für euch, würde ich sagen. So, einen haben wir noch. Okay, ich hoffe, meine creepy Lache. Aber es ist das hier, es ist das Crispy Trio Layers Coconut Cookies and Cream. Und Non-Dairy steht hier auch drauf, Frozen Dessert, die dürfen ja nicht Eiscreme draufschreiben. Und ich feiere es einfach nur total. Schaut euch das Video dazu an. Ich habe euch ja eben schon genug dazu erzählt. Es ist wirklich gut. So, ich habe unten noch eine ganze Kiste nur mit USA-Eis, eine ganze Kiste nur mit Ben Jerry's aus Deutschland, eine Kiste mit aktuellen Ben Jerry's, eine Kiste mit alten, rausgenommenen, eine Kiste mit Häagen-Dazs. Schreibt mal drunter, ob ich da zu jeder Kiste irgendwie mal so ein random Video machen soll, wo ich einfach nur 10 rausgreife und euch irgendwas darüber erzähle, was mir gerade einfällt. Ob euch das überhaupt so gefallen hat, das Format. Es war richtig viel Gelaber heute. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das ist mein Feedback. Schaut mal bei Patreon vorbei. Es würde mich wirklich, wirklich, wirklich freuen. Und ciao ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video. Oder ihr seht alles im nächsten Video, aber hört mich. Lasst ein Abo da. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch alles gesagt. Bis dann. Okay, das hier habe ich jetzt eben nicht gegriffen. Aber ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr in den USA seid, bitte, bitte probiert. Das ist der absolute Hammer. Genauso wie das hier und das hier. Die stehen alle perfekt nebeneinander. Zu allen habe ich ein Video, schaut es euch gerne an. Aber die sind der Hammer, alle drei. Wirklich absolute Empfehlung.